Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in Hateno und ich freue mich riesig. Seit gefühlt, wie viel, 80 Videos? Nein, eigentlich schon seit dem ersten Video freue ich mich schon darauf, dass wir nach Hateno zurückkehren und uns erneut hier umsehen können und ich liebe Hateno einfach. Mit den Pilzen, da muss man sich dran gewöhnen, ne? Aber es ist beleuchtet. Es sieht schick aus. Es sind ja wirklich Holzkonstrukte mit Stoff überzogen, die beleuchtet sind. Es hat einen eigenen Stil, aber man muss sich definitiv dran gewöhnen. Link, hör auf einzuschlafen! So, okay. Und hier haben wir jetzt die Boutique, ja? Und einige Modefanatiker, ich sehe schon. Hallo? Sophora. Ich habe es schon so oft gesagt. Drei Kunden auf einmal kann ich nicht hereinlassen. Was? Da haben wir all die Mühe auf uns genommen, um herzukommen und dann dürfen wir nicht rein? Ich wollte doch nur die neue Kreation der berühmten Modeschöpferin Sagono sehen. Ich hatte mich so darauf gefreut. Schließlich heißt es ja, es sei ihr bisher bestes Werk. Mir tut es wirklich leid, aber es gibt nur noch ein einziges Ticket. Nur noch ein Ticket. Das heißt, einer von uns, zum Beispiel ich, könnte schon mal rein und die Lage peilen. Hey, das will ich wohl überhört haben. Wir sitzen hier im selben Boot. Wir gehen gemeinsam segeln oder untergehen. Ich weiß, das war doch nur ein Scherz. Nun gut, dann kommen wir ein andermal wieder. Einverstanden. In diesem Dorf gibt es ja auch eine Färberei. Mit einem Besuch dort können wir etwas Zeit totschlagen. Ich würde auch gern zum Bauernhof gehen. Jetzt, wo du es sagst, ich habe gehört, in der Nähe des Bauernhofs ist ein Institut, in dem alte Dinge erforscht werden. Wir haben uns schon so herausgeputzt. Ja, dann sollten wir uns auch alles ansehen. Eieiei. Zum Glück haben sie aufgegeben. Hä? Oje, tut mir leid, dass sie warten mussten. Sind sie auch hier, um die neue Kollektion meiner großen von Sagono zu sehen? Da sie alleine sind, können sie einfach hereingehen. Sagono höchstpersönlich ist auch gerade da. Derzeit ist es nur eine Ausstellung, man kann also nichts kaufen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Oh Gott. Okay, hier hat also der ganze Pilzwahnsinn seinen Ursprung, ja? Boutique Zephyr. Können auch gerne noch den Bogen entrüsten. Und vielleicht das an das Master Sword ist nicht bereit, ne? Okay. Im ersten Moment. Gottes Willen. Im ersten Moment eine klassische Schneiderei. Aha. Sophora. Bitte gehen Sie einfach hinein, bevor andere Leute kommen. Jetzt gerade ist auch Sagono höchstpersönlich anwesend. Derzeit stellen wir nur die neue Kollektion von Sagono aus, daher kann man nichts kaufen. Ich bitte um Ihr Verständnis. Sophora. Sophora. Ist eine Blüte. Was? Sophora, okay. Sorry, ich bin doof. Okay. Sophora ist die Tochter von Sheldon oder Selden, wie ihr möchtet, und arbeitet als Verkäuferin im Kleidungsgeschäft ihres Vaters, der Boutique Zephyr in Hateno. Sie steht dort in der Ecke hinter der Tür. Wenn Link sie anspricht und fragt, warum sie so versteckt ist, fragt sie erschrocken, ob sie in der Ecke schlecht zu sehen ist. Sie bittet ihn stotternd um Verständnis und sagt, dass sie dort stehen muss, einfach weil es ihr Lieblingsplatz ist.
Sephora ist vermutlich eine Freundin von Torda, da diese angibt, dass seine Freundin eine Boutique besitzt, auch wenn die Beschreibung nicht exakt zutrifft. Das ist Sophie. Das ist Sophie im Englischen. Nochmal kurz zum Zeigen. So sah sie in Breath of the Wild aus. Na? Grüße gehen nochmal raus an Zelda Pendium. Fantastische Seite. Okay. Aber sie war in Breath of the Wild noch nicht da, oder? No. Oh, ich kann mich einfach nicht daran satt sehen. Ein Meisterwerk, wie es im Buche steht. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass ich, Sargono, mittlerweile weltberühmt bin. Hm? Oh, entschuldige. Bist du etwa ein Bewunderer von mir? Obwohl deinem trüben Blick nach etwas zu urteilen, hast du mit Mode vermutlich nichts am Hut. Die Boutique Zephyr ist die einzige weltweit, in der die Marke Sargono verkauft wird. Und? Ich bin die bescheidene Designerin, die das gesamte Dorf zum Nabel exzentrischer Mode gemacht hat. Was du hier vor dir siehst? Ist nicht weniger als Sargono Deluxe, meine neueste und einzigartigste Kreation. Die elegante Form und diese exzentrischen Farben. Er ist einfach perfekt, nicht wahr? Dieses Werk ist so einzigartig, es ist unmöglich, einen Preis dafür zu bestimmen. Es steht nicht zum Verkauf. Ich habe beschlossen, es jemandem zu schenken, der sich als würdig erweist. Die würdigste Person. Der würdigsten Person in Hyrules modischsten Stadt. Ritna. Was soll das mit Hyrules modischster Stadt? Ich habe eigentlich nie gewollt, dass die Stadt zum Modezentrum wird. Das ist der Bürgermeister, ne? Oh, sieh mal einer an. Wie kann ich dienen, werter Herr Bürgermeister? Es tut mir leid, ich wollte jemanden am Eingang aufhalten, aber er hat sich einfach vorbeigedrängelt. Sargono, hör bitte damit auf, das gesamte Dorf mit deinen Kreationen zu verschandeln. Dir ist es vielleicht nicht bewusst, aber Schlaf ist auch für Gemüse sehr wichtig. Deinetwegen ist es jetzt auch nachts taghell und das Gemüse wächst kaum noch. Das Gemüse ist das Markenzeichen des Dorfes. Was sollen wir tun, wenn es verkümmert? Ach je, Liebes. Nun, reg dich doch nicht gleich so auf. Es gibt im Dorf ja durchaus auch Befürworter von Sargonos Stil. Lasst uns in aller Ruhe darüber sprechen, ja? Nein, ich habe lang genug stillgehalten und jetzt haben wir den Salat, beziehungsweise die Pilze. Überall! Als Bürgermeister ist es meine Pflicht, das Dorf zu beschützen. Das Dorf beschützen vor wem? Vor Besuchern aus aller Welt? Vor zahlungskräftigen Touristen? Vor Erfolg und Wohlstand? Wir haben noch nie Touristen gebraucht und brauchen sie auch jetzt nicht. Hateno steht für Ruhe, Frieden und Gemüse. Darüber sollten die Bewohner entscheiden, nicht du allein. Meine Avantgarden. Was? Avantgarde. Moment, das will ich googeln. Ich will verstehen, was sie sagt. Hammerdialog schon wieder. Avantgarde. Okay, Vorreiter. Sowas wie Surrealismus oder sowas, glaube ich. Irgendeine Stilrichtung oder so, I don't know. Meine einzigartigen, exquisiten Schöpfungen oder die provinziellen Werte des Bürgermeisters. Sie sollen selbst entscheiden, in welche Richtung es mit dem Dorf weitergehen soll. In einer Bürgermeisterwahl! Eine Bürgermeisterwahl?
Na meinetwegen, die gewinne ich sowieso. Sophora, ich überlasse dir die Organisation der Bürgermeisterwahl. Was? Klavia, siehst du, als wäre die Sache sieht aus, als wäre die Sache entschieden. Wir gehen nach Hause. What the fuck? Was ist hier los mal wieder? Kein Zutritt für Unbefugte. Hä? Guck mal! Habt ihr das ist einfach hier unser. Die Hylia-Rüstung? Die Hylia-Hose? Das ist einfach Klamotten. Okay. Ah, du schon wieder. Es ist noch so viel zu erledigen für die Vorbereitungen zur Bürgermeisterwahl. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber du bist natürlich für... Ja, weiß ich noch gar nicht. Ah ja, wenn du dich noch nicht entschieden hast, dann herzlich willkommen im Team Sagono. Dann wäre das ja geklärt. Sehr schön. Wie jeder weiß, habe ich die besten Aussichten auf die Bürgermeisterposition. Zumindest sollte das allen klar sein, aber es gibt immer noch Dorfbewohner, die Ritnia unterstützen. Das darf nicht sein. Und jetzt kommt's! Ich habe einen fantastischen Plan. Wir verschenken Pilze an alle Ritnia-Wähler. Pilze sind quasi das Sagono-Markenzeichen. Sagono ist eine Ode an die Pilzmode. Meine Pilzgeschenke bringen Frische in verstaubte Hirnkästen und säen kultivierten Sagonosen. Aber Sophora und ich müssen uns um die Boutique kümmern. Wer außer uns könnte diese Aufgabe übernehmen? Ja, ich vermute ich, oder? Ja, genau das wollte ich hören. Du bist ein wahrer Lebensretter. Die hier wirst du brauchen. Hyrule-Pilze. Diese Pilze sind für die Ritnia-Wähler hier im Dorf. Sie sind leicht zu erkennen an ihrer... Naja, unmodischen Kleidung. Meine eigenen Wähler sind natürlich extremst modebewusst und von Kopf bis Fuß in Sagono gehüllt. Es versteht sich von selbst, dass keiner aus Ritnias Familie einen Pilz bekommt. Auch Kinderreisende oder solche, die nur für kurze Zeit hier wohnen, wie die Shika-Forscher, kannst du ignorieren. Falls ich mich nicht verzählt habe, macht das also insgesamt 8 Ritnia-Wähler. Deine Mission ist simpel. Gib jedem diese 8 je einen Hyrule-Pilz. Na dann, hopp hopp. Sagono oder Ritnia? Jesus. Ah, sie ist schon eine richtige Modedesignerin. Ja. Was ist hier los? Sagono. Die gibt's auf jeden Fall nicht in Breath of the Wild, das wüsste ich. Ne. Nee. Kann man sich denn entscheiden oder ist das festgelegt, dass man ihr jetzt helfen muss? Oh, was eine geile Quest schon wieder. Und ich mag ihr Design auch. Gibt's ein Problem? Wollten wir nicht allen Ritnia-Wählern ein Geschenk geben, das ihre Hirnkästen von altem Plunder befreit? Ja, ich bin dabei. Na, 8 Stück fehlen noch. Und sind ohne Pilz mit frische Kick. Wir dürfen nicht ruhen, bis nicht jeder Ritnia-Wähler einen Pilz in Händen hält. Noch Fragen? Wer wählt den Ritnia? Tja, gute Frage. Ich weiß selbst nicht genau wer, aber naja, die Leute vom Bauernhof sollen allgemein nicht viel mit Mode am Hut haben. Da würde ich mir an deiner Stelle mal die Leute ansehen. Da wäre etwa der alte Tok. Ja, schuftet natürlich nicht mehr auf dem Feld in seinem Alter. Er geht aber oft spazieren. Jeden Morgen sieht man ihn in den Hügeln hochlaufen und in Richtung des Instituts blicken. Wenn er nicht dort ist, dann vielleicht draußen vor dem Bauernhof. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Und was sind Ritnia-Wähler genau? Ja, sie unterstützen den jetzigen Bürgermeister Ritnia. An ihrer unmodischen Kleidung sind sie leicht zu erkennen. Meine eigenen Wähler sind natürlich komplett in Sagono gehüllt. Ach ja, wir haben nicht endlos viele Pilze, also gib sie niemandem, der nicht zur Wahl steht. Da wären ja die Kinder, ne? Reisen und Shika-Forscher. Weiß schon Bescheid, die kriegen keinen Pilz. Alles klar?
Denk dran, es ist nicht dumm, Fragen zu stellen. Es ist dumm, keine Fragen zu stellen. Na gut, danke. Es gilt, die 8 Rednerwähler umzustimmen. Sie sind leicht zu erkennen an ihrer unglücklichen Wahl der Kleidung. Wir dürfen keine Zeit verlieren, ihren altmodischen Geist zu entgiften. Warum Pilze? Was soll ich nur tun? Die Organisation der Bürgermeisterwahl bringt so viel Arbeit mit sich. Da habe ich mir wieder was aufhalsen lassen. Entschuldigen Sie, es tut mir aufrichtig leid, dass Sie in die ganze Sache mit reingezogen wurden. Falls es Ihnen nichts ausmacht und wo wir gerade ja damit verwickelt sind, dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten? Ja klar, raus! Ich wusste doch, Sie würden mich nicht im Stich lassen. Also ich brauche Ihre Hilfe, weil meine Schwester, naja, es geht um Sargono. Mir ist aufgefallen, dass sie sich nachts wegschleicht, ganz allein, und ich habe keine Ahnung wohin. Es ist sicher was ganz Harmloses, aber wenn das rauskäme, könnten die Leute sich schlimme Dinge ausdenken und sich hineinfantasieren. Dann wäre die Bürgermeisterwahl wahrscheinlich für sie gelaufen. Deshalb möchte ich Sie bitten, meiner Schwester zu folgen und herauszufinden, wo sie hingeht und was sie dort treibt. Ich habe schon versucht, ihr zu folgen, aber sie hat mich immer gleich entdeckt. Und sie war echt sauer auf mich. Wenn es Ihnen gelingt, ihr zu folgen, erhalten Sie natürlich eine Belohnung. Sie sind der Einzige, der mir helfen kann, denn die Dorfbewohner dürfen ja nichts davon erfahren. Sargonos Geheimnis. Es tut mir leid, dass ich Sie mit meinen Problemen belaste. Die Bitte meiner Schwester zu folgen, die sich mitten in der Nacht wegschleicht, ist sehr viel verlangt, das weiß ich. Aber weil die Bürgermeisterwahl ansteht, würde ich nur zu gerne unliebsame Überraschungen vermeiden. Sie ist übrigens schrecklich misstrauisch. Kommen Sie bloß nicht in ihr Sichtfeld. Okay. Hallo! Efi, okay, sie sollen wir ausspionieren, ne? Guten Morgen! Ja. Willkommen in Hateno! Bist du von weit her gereist? Ein Besuch bei unserem Krämerladen Mistral lohnt immer. Wenn du wegen der berühmten frischen Waren von Hateno gekommen bist, bist du genau am richtigen Ort. Oder gefällt dir mein wahnsinnig süßer Hut? Der ist von Sargono. In der Boutique C4, hier gegenüber, kannst du Sargonos neueste Hutkreation bewundern. Dank der Marke Sargono ist dieses Dorf plötzlich angesagt wie noch nie. Mehr Touristen bedeuten mehr zahlende Kunden. Wir sind Sargono wahrlich zu Dank verpflichtet. Sag mal, was gefällt denn... Ich finde das toll, wie die Charaktere auch so einzigartig sind. Ne? Die hat eine ganz andere Nase als die anderen zum Beispiel. Was gefällt dir denn so? Also, was magst du und so? Ich weiß nicht, die Frage kommt total unerwartet und er schaut mich die ganze Zeit an. Ich muss jetzt irgendwas sagen. Vielleicht Kröten oder so? Ja, 100 Spurtkröten würden mir wahnsinnig gefallen. Mein Papa liebt sie. Mir ist auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen. Wie sich herausstellt, hätte Efi am allerliebsten 100 Spurtkröten. Das solltest du Mansa erzählen. Also ich sammle für den aber keine 100 Spurtkröten, ne? Wie viel haben wir denn? 34. Komm ruhig näher, wenn du dich für die Spezialitäten aus Hateno interessierst. Wenn dir aber etwas gefällt wie der Hut hier, dann ja, geh zur Boutique Saphir da drüben. Na gut, danke schön. Ich habe schon wieder Werbung für den Klamottenladen gemacht. Mein Vater hat es nicht gehört, oder? Wie süß. Krämerladen Mistral. Schöner kleiner Lagerraum hier hinten. Oh, ich mag es jetzt schon hier, ne? Ja. Oh, wer ist das denn hier? Im ganzen Dorf stellen sie diese seltsamen Dinge auf. Ach, entschuldige, bist du etwa ein Tourist? Das hier ist Hateno, ein Dorf der Felder und Weiden. Früher lebten wir hier friedlich im Einklang mit der Natur, aber in letzter Zeit herrscht im Dorf ständig reges Treiben. Es fing alles an, als ja, die liebe Sargono wieder zurückgekehrt ist.
meine Tochter Primella und andere. Also ihm gehört die Tochter, die das Gasthaus leitet. Sie haben alle auf einmal diese auffälligen Hüte von Sargonos Modemarke getragen, aber für Leute wie mich und meinen Schwiegersohn Vatago ist dieser Modekram nichts. Bitte entschuldige mein Gefasel, nachdem du extra einen so weiten Weg auf dich genommen hast. Bitte genieß deine Zeit im Dorf. Kann ich dir irgendwie helfen, junger Reisender? Ja, ich habe hier einen Hyrule-Pilz als Geschenk von Sargono. Ah, der ist von Sargono, sagst du. Vielen Dank, sage ich. Wir vom älteren Schlag sind oft nicht so ganz auf dem neuesten Stand, was Mode betrifft. Solange der neue Bürgermeister sich gut um das Dorf kümmert, ist mir jede und jeder recht. Favel, es war mir eine Ehre. Okay, ich wollte gerade Desert hier vorne parken. An der Pferdetränke. Okay, gehen wir mal rein, oder? Ja, ich gehe schon. Oh Gott. Drei Betten. Ah, okay, das ist Vater. Draußen ist ja die Tochter und wahrscheinlich die Mutter noch, hä? Ja? An den kann ich mich auch noch erinnern. Fichtjof. Das hier ist der Krämerladen Mistral. Wir führen sämtliche der lokalen Spezialitäten in Hyrtenos. Dank Sargono von der Boutique gegenüber wird dieses Dorf neuerdings auch die Modehauptstadt genannt, aber eigentlich ist Hyrteno seit Urzeiten ein stolzes Bauerndorf. Und in unseren Angeboten findest du all die hochqualitativen Produkte, die unsere Felder und Höfe so hervorbringen. Ah. Insbesondere die Milch vom Hyrteno Bauernhof auf dem Hügel ist unschlagbar gut. Du solltest unbedingt einmal dorthin gehen und sie probieren. So, damit beende ich meine Verkäufer-Sermon. Was? Tut mir leid, dass du warten musstest, aber wir sind auch nur ein Geschäft. Nun sag, was führt dich her? Was ist denn das für ein komischer Hut? Der hier, der ist einer von Sargonos Hüten. Das ist die Modeschöpferin aus der Boutique gegenüber. Sie ging vor langer Zeit von hier weg, um Mode zu studieren, wurde eine berühmte Designerin und kam dann zurück. Jetzt hat das Sargono-Phänomen das Dorf erreicht und alle tragen diesen Hut. Ich interessiere mich eigentlich nicht sonderlich für Mode, aber meine Frau Amira hat eine Schwäche für Trends. Oh. Sonst noch etwas? Nee, danke, das reicht schon. Komm nicht auf den Gedanken, dich direkt vom Feld zu bedienen, wenn du Gemüse willst. Dann musst du schon zu mir kommen. Milch. Ich hätte gerne die ganze Milch. Ja, kein Problem. Wow, du kaufst wirklich eine Menge. Komm nicht auf den Gedanken, was direkt zu nehmen. Du musst schon wieder zu mir kommen. 5, 16, 80? Brauchen wir viele Tomaten. 17, 4, boah. Dankeschön. Das kennen wir auch schon, oder? Ja. Immer hereinspaziert. Alter. Was? Was macht er denn da? Heilige Scheiße, was ist hier los? Ich will ja nicht unverschämt sein, aber was hattest du denn mit Fräulein Efi vom Krämerladen zu besprechen? Ich habe es mitbekommen, weil ich hier schließlich die ganze Zeit herumstehe und zu ihr rüber, ich meine, der Freund meines Freundes hat es mir erzählt. Ja, ich habe sie gefragt, was sie gerne hätte. Was? Du hast Fräulein Efi gefragt, was ihr gefällt? Einfach so? Ich muss mich zusammenreißen. Er darf auf keinen Fall merken, dass ich für diese Information sterben würde. Also gut, was gefällt denn Fräulein Efi? Ich kann schließlich den Freund meines Freundes nicht hängen lassen. Sie hätte gerne 100 Sportkröten. Sie will Sportkröten und gleich 100 Stück? Das sieht ja ähnlich. Fräulein Efis Herz für Tiere ist eine ihrer liebenswertesten Eigenschaften, behauptet der Freund eines Freundes. Puh, das war knapp, ich hätte mich fast verraten. Aber 100 Stück zu sammeln ist eine Mordsaufgabe, selbst wenn es für die Liebste ist.
Es sei denn, ich hätte Hilfe. Reisender wie du klettert doch ständig in Brunnen und Höhlen rum, oder nicht? Und genau da findet man jede Menge Kröten. Du musst nicht mehr weit gehen. Soll es nicht hier im Dorf einen Brunnen geben, in dem es von lauter Kröten wimmelt? Das muss ich später vielleicht selber mal überprüfen. Was, ich habe nichts gesagt. Ha, na, fürs Erste wäre es schon mal toll, wenn du 10 solcher Kröten fändest. Mein Freund, kann es sein, dass ich da kleine Kröten quaken höre? Vielleicht sogar aus deiner Tasche? Sag bloß, du hast schon 10 Sportkröten für mich dabei. Ja, hier bitte. 1, 2, 3? Ah, alle 10. Die bekomme ich dann, wenn ich bitten darf. Und wie versprochen, deine Belohnung. Danke. Klasse. Dann werde ich jetzt wohl den Rest selber finden müssen. Ich träume schon lange von einem Rendezvous mit meiner geliebten Fräulein Efi. Und darum werde ich, Mansa, jeden Brunnen genauestens untersuchen, der nicht rechtzeitig fortläuft. Oh je, Mini, damit hat die Scharade wohl ein für alle Mal ein Ende. Du sammelst Sportkröten für mich, ich sammle auch noch welche und dann wird Efi hin und weg sein. Das hat jedenfalls der Freund meines Freundes gesagt, glaube ich. Ich bin dir jedenfalls was schuldig, also was hättest du gern? Ich bin hier, um Fräulein Efi den Eingang des Dorfes zu beobachten. Ich habe keine Zeit dafür, mit dahergelaufenen Kerlen zu sprechen. Außerhalb des Dorfes geht es drunter und drüber wegen dieses Kataklysmus und das Dorf ist in Aufruhr wegen der Wahl. Du beobachtest den Eingang des Dorfes? Ja, dank der Marke Sargono gehen in unseren verschlafenen Dörfchen immer mehr Leute ein und aus. Ich schaue mir die Schönheiten an. Ich meine Touristen, ich meine Verdächtigen. Ja, das meine ich. Also, wenn wir schon über Schönheiten sprechen, dann kann doch niemand Fräulein Efi das Wasser reichen, oder? Obwohl, die Prinzessin von Schloss Hyrule, die im Haus im Süden des Dorfes gewohnt hat, war auch bildhübsch. Naja, Fräulein Efi spielt aber nochmal in einer ganz anderen Liga. Was ist denn? Bräuchtest du doch etwas von mir? Ich bin beschäftigt damit, den Eingang des Dorfes zu beobachten. Warum sind es eigentlich immer nur Kerle, die mich hier vom Wachdienst abhalten und nie ein süßes Mädchen? Also Prinzessin Zelda hat südlich im Dorf gewohnt, das ist interessant. Eine Wahl? Ja, die Vorbereitungen für die Wahl zum Bürgermeister unseres Dorfes laufen anscheinend auf Hochtouren. Wer hätte gedacht, dass Sargono und Ritna sich mit so harten Bandagen bekämpfen würden? Mir ist es aber eigentlich egal, wer von beiden Bürgermeister wird. Warte mal, vielleicht sollte ich versuchen, Bürgermeister zu werden. Dann würden die Mädels sicherlich Schlange stehen. Sag mal, was gefällt dir denn wirklich so? Immer noch Sportkröten? Es ist möglich, dass... Soll das vielleicht eine Art Anmache sein? Ich finde ja, da könnte man etwas subtiler vorgehen. Kröten! 100 Sportkröten! Okay, Richtung Süden. Das war doch unser Haus, nicht das... Moment mal. In Taburasa in Akala wird der Traum vom eigenen Haus wahr. Wir bauen Traumhäuser nach jedem Geschmack. Bauunternehmen Dumpster. Wer wohnt denn hier? Wie süß ist denn das bitte? Dieses Spiel, ne? Ja, das sind ja diese typischen Dumpsterhäuser, ne? Bauunternehmen Dumpster baut diese... Sehr interessant auch, dass mit diesen Stoffbändeln die Säulen gehalten werden, ne? Diese riesigen Tackernadeln. Ja, die bauen diese quadratischen Würfelhäuser. So, und das hier war ja unser Haus in... Breath of the Wild. Und da ist ein Krog. Von Zeldas Haus. Das ist mein Haus!
Altes Haarband. Ein einfaches altes Haarband. Die Farbe ist schon etwas verblichen. Trage das Halsband und du wirst bestimmt ganz nostalgisch. Oh, ist das die Breath of the Wild Frisur? Ich bekomme Gänsehaut gerade. Oh, ist das schön! Oh mein Gott, ist das süß. Es ist die Breath of the Wild Frisur. Oh, ist das schön. Oh, ist das geil gemacht. Zeldas Tagebuch. Das wird jetzt sein, bevor wir mit ihr nach Schloss Hyrule gegangen sind, ne? Und die Bilder da. Zelda, die Windmühle von Hateno, eine Kuh und die Schule unten rechts. Die Verheerung ist zwar Geschichte, doch sie hat Narben hinterlassen. Der Wiederaufbau läuft, aber es gibt viele Probleme. Links Kleidung hat sehr gelitten, seit er mich dabei begleitet, die verschiedenen Regionen unter die Lupe zu nehmen. Ich möchte Abhilfe schaffen und habe deshalb ein neues Reckengewand für ihn anfertigen lassen. Da ich mir so viel Mühe gegeben habe, ist die Vorfreude auf sein überraschtes Gesicht besonders groß. Solange wir unsere Arbeit nicht beendet haben, verstecke ich das Gewand erst einmal im Thronsaal. Gewiss kommt außer ihm niemand auf die Idee, dass die Feuerschalen der Schlüssel sind, um es zu finden. Das habe ich leider gespoilert bekommen, wo das ist. Ne? Das haben wir ja schon gesammelt. Oh mein Gott, ist das mit dem Armband süß. Mit dem Haarreif. Ich mag auch die wilden Haare, bin ich ehrlich. Die gefallen mir auch richtig gut, aber ja, es ist sehr nostalgisch. Gebe ich dem Spiel vollkommen recht. Trage das Haarband und du wirst bestimmt ganz nostalgisch. Oh, ist das schön, ist das schön. Okay, das heißt also, hier hätten wir den Hind bekommen, um dann, ich nenne es mal, legit, das neue Reckengewand zu finden. Gibt es denn das alte auch noch? Vermutlich nicht, oder? Das ist doch unser Haus. Haben wir hier mit Zelda gewohnt? Hallo? Okay, Clavia, die Frau von Dingster. Zeldas Pferd. Oh nein, das ist Zeldas Haus. Dich habe ich doch schon gesehen in der Boutique Sephia, nicht wahr? Du weißt noch, als es um die Bürgermeisterwahl ging? Die Sache wird langsam etwas heikel. Sie sind beide so stur. Naja, andererseits ist es vielleicht ganz gut, auf diese Weise endlich mal klare Verhältnisse zu schaffen. Aber genug davon, mich beschäftigt etwas ganz anderes. Und ich muss das unbedingt vor der Bürgermeisterwahl klären. Was denn? Das interessiert dich? Dann sage ich es rundheraus. Es geht um meinen Mann, Riedner. Mein Gatte, dieser Kerl, er schließt sich jede Nacht unsere Hütte ein, aus völlig unerfindlichem Grund. Wenn ich ihn danach frage, will er partout nichts verraten. Er sagt, es wäre geheim. Ich würde ihm niemals nachspionieren. Abgesehen davon, dass er mich sofort entdecken würde. Ich mache mir auch solche Sorgen, dass diese nächtlichen Ausflüge seine Chancen bei der Wahl beeinträchtigen könnten. Es wäre bestimmt geplatzt, wenn ich das für mich hätte behalten müssen. Also ich wäre geplatzt. Ein Glück, dass du vorbeigekommen bist. Geh bitte mittags in unsere Hütte, wenn mein Mann nicht drin ist, und finde heraus, was er da zu schaffen hat. Ich bezahle dich natürlich auch dafür. Das Problem ist nur, dass die Tür fest verschlossen ist. Darauf achtet er sehr gut. Durch das Fenster passt niemand, aber vielleicht kannst du ein Loch oder etwas ähnliches hineingraben. Ja, von unten hoch. Das müsste ja funktionieren. Sie fegt hier Zeldas Haus. Das ist sehr interessant. Okay, das sind jetzt die Fotos von Zelda. Ja, Leute beim Kochen. Zeldas Garten!
Zeldas geheimer Garten, wisst ihr noch? Da waren wir doch schon. Zeldas goldenes Pferd. Sind das diese riesigen Tiere, auf denen Zelda geritten ist? Oh mein Gott. Das Bild, das wir am Ende von Breath of the Wild hier aufgehängt haben, ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Zeldas Tagebuch. Nach der Verheerung reiste ich durch Hyrule, um herauszufinden, wie ich am besten beim Wiederaufbau helfen könnte. Ich sah zerstörte Gebäude und verlorene Städte. Der Schaden war noch weitaus schlimmer als befürchtet. Doch als ich den Leuten zusah und ihnen zuhörte, wurde mir schnell eine Sache klar. Ihr Lebensmut war ungebrochen. Das größte Gut Hyrules waren meine Bewohner, seine Bewohner, mit ihrem eisernen Willen. So wurde mir auch durch meine Reise wieder meine Aufgabe bewusst, die Einwohner von Hyrule zu schützen. Im Zuge des Wiederaufbaus von Hyrule bauten wir eine Schule in Hateno. Es ist die größte Siedlung in Hyrule mit weitem, fruchtbarem Land. Und da dort so viele Kinder wohnen, bot sich Hateno für eine Schule an. Als Lehrer konnte ich Simon vom Forschungsinstitut gewinnen. Er ist seit Jahr und Tag Puras Assistent und als solcher... ja, sicher gut geeignet. Mit Kindern kennt er sich aus. Ich werde dem Unterricht einige Zeit beiwohnen und mir selbst ein Bild davon und von den Schülern machen. Den Bau der Schule gab ich bei Herrn Lambda in Auftrag, dem Architekten von Dumster vom Bauunternehmen Dumster. Es schien ihn sehr zu bewegen, da dies sein letzter großer Auftrag in Hateno war, bevor er zu einer Reise aufbricht. Ich ließ ihn einen geheimen Raum auf meinem Grundstück bauen, von dem sonst niemand etwas weiß. Es ist etwas düster, aber Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind keine großen Änderungen unterworfen. Ich finde es sehr angenehm, mich dort aufzuhalten. Dieser Raum ist genau das Richtige, wenn ich mich zu konzentrierten Arbeiten zurückziehen möchte. Das ist schon der Brunnen, oder? Kaum hatte ich das Schulprojekt angefangen, standen wir auch schon vor dem ersten schwierigen Problem. Uns fehlen qualifizierte Lehrer. Simon hat sich der Sache angenommen, aber noch fehlt ein guter Kandidat. Unsere Lehrkraft sollte intelligent und gebildet sein und die Kinder müssen ihr vertrauen können. Kinder zu unterrichten und zu schützen bedeutet, unser Land zu schützen. Man muss sie lehren, das Land zu lenken. Ich hoffe, viele herausragende Persönlichkeiten, denen unsere Zukunft am Herzen liegt, werden als Lehrer zu uns kommen. Ja, sie muss den Brunnen mit dem Raum meinen, oder? Ich möchte der Sache unbedingt noch vor der Bürgermeisterwahl auf den Grund gehen. Deshalb war ich auf der Suche nach jemandem wie dir, der mir zuhört. Es muss mittags passieren, wenn mein Mann nicht darin ist. Ich muss einfach wissen, was er in unserer Hütte treibt. Da ich es nicht über mich bringe, ihn nachzuspionieren, musst du das für mich tun. Natürlich bezahle ich dich dafür. Erst recht, wenn du es irgendwie in diese verschlossene Hütte schaffst. Er passt jedenfalls nicht durchs Fenster, aber vielleicht kann er ja ein Loch graben. Fragt sich nur wo. Ich bin leider gerade mit etwas anderem beschäftigt. Ich muss Prinzessin Zeldas Haus sauber machen, bevor es Abend wird. Puh. Du hast mich ohne Krogmaske gefunden. Tschüss. So, die Statue, die Dämonenstatue ist ja hier weg, ne? Die war doch hier irgendwo, oder? Ja, die müsste da unten gewesen sein. Da, genau da, wo wir gerade vorbeigelaufen sind.
Piep. Der hat einfach eine Möhre gesnackt. Patrouille auch bei Regen. Willkommen Reisender, das ist Ateno, das Dorf der Felder. Bei Regen muss man sich noch mehr Mühe geben beim Patrouillieren. Auf unserer Hauptstraße gibt es Läden und eine Färberei und eine Menge Leute. Ich halte hier immer Wache, also kannst du dich entspannen. In Ateno sind keine Eindringlinge unterwegs. Wow. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit bis abends, oder? Wann ist Abend in dem Spiel? Weil wir da hinten noch einen Krog hatten, ne? Weißt du was? Komm mal mit. Aha. Haben wir drei Reifen. Ah, ich hätte jetzt eine Idee, was wir mal probieren könnten. Falsche Seite. Ja, wo ist denn der dritte Reifen hin? Okay, damit haben wir noch zwei Reifen, okay. Mal schauen, ob das funktioniert. Sieht gut aus, oder? Da ist das Ateno-Institut, da ganz hinten. Sehr solide, oder? Dankeschön.
So, 20.15 Uhr. Wir sind spät dran, ne? Sorry, wir müssen uns gerade ein bisschen beeilen. Sind die vier Waisen die vier Drachen? Das habe ich schon mal gefragt, ne? Oh, das ist ein schönes Haus mit einem großen Turm da. Okay, sie ist noch da. Guck mal, sie geht rein. Tür geht wieder zu. Hintereingang gibt's ja nicht, ne? Nicht, dass sie sich noch treffen. Nein, nee, das macht ja keinen Sinn von der Zeit her. Ich feier das ja mit dem Armband, ne? Ein einfaches altes Haarband. Die Farbe ist schon etwas verblichen. Das ist ja das, was hinten im Haar hängt im Nachhinein. Das ist so geil. Wirklich, das... Wir müssen noch viel mehr von Ateno erkunden. Ich weiß, aber es bietet sich jetzt gerade an. Ich stehe aber auch echt beschissen, ne? Vorsicht, baufällig, betreten verboten. Niemand hier. Spontane Idee. Also gut, sieht aus, als hätte mich niemand gesehen. Es wird Zeit für eine weitere geheime nächtliche Schlemmerei. Oh, und das ist das heutige Gourmet-Gemüse. Dieser Glanz, diese Form, dieser Duft. Ein umwerfendes Aroma. Ohne weiteres Tamtam kosten wir einfach von dieser Köstlichkeit. Köstlich, keinerlei Bitterstoffe, der Beweis, dass ausschließlich reines Wasser verwendet wurde. Dass auch die Schale mundet, ist dem Können des Gemüsezüchters und der Qualität des Bodens zu verdanken. Ganz ehrlich, das beste Gemüse stammt eben aus Ateno. Es ist nahrhaft, aber niemals füllend.
Man sagt mir nach, ich sei glamourös und extravagant, aber in Wahrheit liebe ich das Simple und Schnörkellose. Das lässt sich nicht leugnen, fürchte ich. Aber da ich jetzt satt bin für heute, gehe ich wohl besser wieder nach Hause. Wenn ich mich nicht beeile, wird Sephora noch misstrauisch. Ich verstehe. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Du bist spät in der Nacht Sargono gefolgt und hast beobachtet, wie sie sich ins Vorratslager sperrte und Gemüse aß. Du konntest hören, wie sehr sie sich für Gemüse von Atheno interessiert und dafür schwärmt. Berichte Sephora davon. Lass mich raten, und der gute Riedner ist nachts, oder der gute Riedner näht. Der gute Riedner näht Kleidungsstücke. Oder in Wirklichkeit sind die beiden sich ähnlicher, als sie zugeben wollen. Sowas in der Richtung. Meine Güte, du bist aber wieder früh dran. Ach, wie heißt es so schön? Der frühe Vogel fängt den Rubin. Hoppla, entschuldige bitte. Hast du diesen Laden schon besucht? Das ist die Boutique Zephyr. Die Mode der Marke Sargono gibt es exklusiv nur hier. Diese Marke hat meine Tochter Sargono ins Leben gerufen. Leider gibt es da keine Sachen, die mir passen würden. Ich sollte mein Töchterlein fragen, ob sie ihre Kollektion nicht einfach mal vergrößern kann. Ach übrigens, meine Tochter Sargono ist als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl aufgestellt. Ob du das glauben willst oder nicht. Wenn sie gewinnt, wird sie kaum noch eine freie Minute haben. Ob sie wohl noch Zeit für ihren Vater finden wird? Oh. Neue Erkenntnisse? Die Bitte, meine Schwester zu verfolgen, kommt einem sicher ungelegen, aber ich mache mir furchtbare Sorgen. Ja, es ist so, also sie schleicht sich in das Vorratslager und snackt da ein bisschen Gemüse und sie liebt das Gemüse wirklich. Was? Das Vorratslager gegenüber? Ja, wirklich, und sie liebt Gemüse. Was, im Ernst? Ich hatte irgendwie etwas Spektakuläreres erwartet. Naja, meine Schwester gibt sich ja immer, ach, so modisch und extravagant. Aber mal ganz unter uns, tatsächlich liebt sie schlichte Dinge und das simple Leben hier in Atheno über alles. Sie hat wahrscheinlich erzählt, der Grund für ihre Rückkehr sei ihr Schaffensdrang und ihre Weiterentwicklung und sowas. Aber in Wahrheit wollte sie einfach wieder das Gemüse aus ihrer Heimat essen. Zumindest wenn sie mich fragt. Oder wenn sie mich fragen. Tut aber sonst auch keiner. Egal, ich bin nur froh, dass sie nichts Skandalöses getrieben hat. Da bin ich schon ziemlich erleichtert. Ja, zum Dank. Dankeschön. Meine Schwester kann manchmal ganz schön nerven. Dabei wollen Riedner und Sargono eigentlich beide dasselbe. Also anstatt diesen Aufwand zu betreiben, können sie doch einfach, naja, zusammenarbeiten, oder nicht? Das wird wahrscheinlich auch die Lösung des Problems sein. Okay. Neuer Tag, neues Glück, hä? Schön. Da ist schon die Färberei. Oh. Ah, ich liebe das Spiel. Okay, was haben wir hier? Ach du Schande. Ist das das Haus von Sargonos Vater? Hier, wie ist er? Sheldon? 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 Wahrscheinlich, ja. Da haben wir auch eine Zeichnung von diesen Pilzsachen. Guck mal. Da sind die Pilzhüte da unten. Das ist aber nicht das Haus von Riedner. Nee, es macht keinen Sinn. Der muss das ja heimlich machen. Die Vase. Das ist sogar eine Pilzlampe! Die Bettbezüge. Eieieiei. Diese Wandlampen sind aber geil. Aber warum Pilze? Warum Pilze? Hallo! Schau mal, Amira! Da hat jemand keine Sachen von Sargono an. Wer keine Sargono-Mode trägt, ist nicht auf den neuesten Stand. Sie zieht Fans aus ganz Hyrule an, wortwörtlich. Wenn du in dem Aufzug durch das Dorf läufst, wirst du dir den ein oder anderen Kommentar von Sargono anhören müssen. Sargono ist unsere einmalige, geniale, sagenhafte, avantgardistische Designerin. Sie hat ihren Namen zur Marke gemacht. Und sie hat sich nicht nur die Bewohner, sondern auch das Dorf selbst. Also sie hat nicht nur die Bewohner, sondern auch das Dorf selbst in neue Kleider gehüllt.
Ihre Boutique ist auf der linken Seite, wenn man vom Dorfeingang kommt. Du erkennst sie am schicken Pilzmannequin. Du solltest dich auch schnellstens in Sagono-Mode kleiden, sonst wirst du noch ausgelacht. Oh Gott. Ich will die Erste sein. Hallo Asta. Wenn du eine Hyrule-Tomate willst, sprich am besten mit meinem Papa, nicht mit mir. Er sollte auf dem Feld hinter dem Haus von Sagono sein. Ich will heute unbedingt als Erste bei der Schule ankommen, also komm mir bitte nicht in die Quere. Ach, das ist doch die, oder? Die ambitionierte, kleine, etwas schüchterne, oder? Und das ist ihr Vater hier auf dem Tomatenfeld. Was ist hier los? Warum waren hier... Was? Okay, wessen Haus ist das jetzt? Müssen wir halt nachts mal gucken, ne? Auf jeden Fall keine Sagono-Sachen, das ist schon mal sehr auffällig. Ich könnte mir vorstellen, dass das vom Bürgermeister ist da oben. Das hier ist die Färberei Tornado. Man hört überall, dass der Laden was ganz Besonderes ist und auch die Angestellten sind die Besten ihrer Zukunft. Auf jeden Fall der passende Laden für den Ort, von dem aus Sagono die Welt im Sturm eroberte. Welche Klamotten soll ich bloß färben lassen? Ach, für eine Farbe muss ich mich auch noch entscheiden. Genau solche Fragen entscheiden über Wohl und Wehe in der Modewelt. Deshalb ist sie auch so spannend. Ach, Brokkola, ach, Liesel und ach, Bumbas. Um Gottes Willen. Hallo? Eines Tages, ein zweiter Laden. Willkommen in der Färberei Tornado. Ja, du bist ja ein neuer Kunde, stimmt's? Aber wenn du das färben willst, frag bitte meinen Ehemann, weil der viel mehr Ahnung hat als ich. Oh je, Mini, dank Sagono haben wir hier seit neuestem richtig viel zu tun. Aber die viele Arbeit macht mich völlig fertig. Und sie schläft wieder ein. Ja, die Färberei kennen wir ja schon. Traditionelle Färberei, Tornado, das Original. Ja, die kennen wir noch aus Breath of the Wild. Hier werden wir immer in Farbfässer geworfen, genau. Hereinspaziert! Ach du Schande. Okay, für Rot, für Grün, für Blau, ja? Das sind die benötigten Farben. Ach, guck mal. Für Weiß, für Gelb, für... Okay. Aha. Hallo, Balsai. Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Ateno. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbemittel dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten. Für nur 20 Rubine färben wir deine Kleider in deiner Lieblingsfarbe. Ja, komm, lass uns loslegen. Oha, du hast ja wirklich ein schönes Parasegel. Wir färben jetzt nicht mehr nur Kleider, sondern bieten neuerdings auch eine Stofferneuerung an. Wenn du mir einen schönen Stoff bringst, kann ich dein Parasegel damit erneuern. Es ist immer schön, neue Kundschaft begrüßen zu dürfen. Deshalb erhältst du als kleines Geschenk diesen Stoff. Sagono-Stoff. Robuster Stoff im Sagono-Stil. Erscheint gut zur Anfertigung eines Parasegels geeignet zu sein. Warst du bereits bei C4 am Eingang des Ortes? Das außergewöhnlichste Muster dieses Stoffes stammt von Sagono, der berühmten Modeschöpferin. Stoffe mit einzigartigen Mustern lassen sich übrigens in jeder Region finden. Denk an mich, wenn du mal so einen Stoff findest. Du solltest dann dein Parasegel sofort erneuern lassen und modisch durch die Lüfte sausen. Ja, das Färben deiner Kleider in der Farbe deiner Wahl, so wie das Erneuern deines Parasegels mit einem Stoff, kostet 20 Rubine. Parasegel. Ne, erstmal mehr erzählen. Junger Mann. Für gewöhnlich ziehen unsere Ateno-Farben eine eher traditionell orientierte Kundschaft an. Vielleicht haben wir es Sagono zu verdanken, dass sich jetzt auch Jüngere verstärkt dafür interessieren. Ich sehe es als meine Aufgabe an, diese stolze Tradition auch den nachfolgenden Generationen ans Herz zu legen. Gut, dann will ich dir mal die Einzelheiten erklären. Ateno-Farben sind in diesem Dorf ein traditionelles Handwerk.
Wenn du uns Färbematerialien bringst, können wir fast alles mit der gewünschten Farbe färben. Wir bieten jetzt auch eine Stofferneuerung an für dein Parasegel. Die Gebühr beträgt 20 Rubine. Das Färben deiner Kleider, ja, weiß schon, 20 Rubine halt. Okay, ich möchte ganz gerne mein Parasegel erneuern. Erneuerst du zum ersten Mal ein Parasegel? Ich nehme dir gern deinen Stoff dafür ab. Wähle bitte, mit welchem Stoff ich dein Parasegel erneuern soll. Oh, wie geil. Oh, es ändern sich auch die Farben. Normaler Stoff? Stoff der königlichen Familie? Goronenstoff? Zora-Stoff? Shika-Stoff? Oh nein! Ah, richtige Zeitungen. Pferde? Sagono? Oh, Erinnerungsgewand? Neues Reckengewand? Okay. Majora's Mask? Schwertgeist, das ist ja Skyward Sword. Hylia-Kapuze. Prinzessin von Hyrule. Aha. Das sieht geil aus. Schattenspiegel, das ist Twilight Princess. Roter Leune. Prinzessin der Schatten. Das müsste doch eigentlich auch. Ist das auch Twilight Princess? Der ist halt echt süß, ne? Wir nehmen einfach mal den hier jetzt. Krog oder königliche Familie? Wie ist denn der aktuelle? Okay. Wir haben aktuell ja die grüne Kleidung die ganze Zeit an. Da würde ja schon der Krog gut passen, oder? Das ist halt schon geil, ne? Mit dem Dunklen. Ich würde echt mal den Krog nehmen, ne? Besten Dank, ich mache mich sofort an die Arbeit. Einen Moment bitte. Alles wird vorbereitet. Gleich kann das Wunder beginnen. Und fertig. Ich freue mich auf deinen nächsten Besuch im Laden. Bis bald. Hat er uns gerade rausgeschossen? Oh. Welche Farbe nehme ich nur? Hereinspaziert! Den Hut hat er übrigens nicht auf in Breath of the Wild, aber den kennt man auch schon aus Breath of the Wild. Hast du einen Moment Zeit, dir mein Leid anzuhören? Ich möchte unbedingt meine Färbertechnik perfektionieren. Genau wie Sagono würde ich gerne Stoffe mit einzigartigen Designs kreieren, aber so etwas selbst zu erfinden ist gar nicht so leicht. Ich möchte ein Stoffmuster nach dem Vorbild eines Schleims anfertigen, aber ich bin etwas verängstigt, deshalb traue ich mich an Monster nicht heran. Ach, wenn ich nur eine Vorlage hätte. Ich meine keinen Feuerschleim und auch keinen Eisschleim, sondern einen ganz gewöhnlichen blauen Schleim. Design mit Schleim. Neuerdings möchte Balsai von der Färberei seine Färbetechnik perfektionieren und Stoffe mit eigenen Designs kreieren. Er würde gerne ein Stoffmuster anfertigen, das an einen Schleim erinnert. Allerdings fehlt ihm dafür eine Vorlage. Mit einem blauen Schleim, einer eher häufig anzutreffenden Kreatur, als Referenz würde ihm sicher ein fabelhaftes Werk gelingen. Immer herein mit dir! Das Färben eines Kleides. Ja, und das andere. Du weißt schon, 20 Rubine. Also brauchen wir das Foto von einem Schleim, ja? Kleidung färben. Nun denn, ich kann sowohl deine Kleider färben, als auch bei gefärbten Kleidern die Originalfarbe wiederherstellen. Färben. Gut, dann warte oben. Das kenne ich, wie gesagt, aus Breath of the Wild schon. Es ist Tradition bei der Hateno-Färberei, die ganze Garnitur vom Kragen bis zur Sohle auf einmal zu färben. Also, wähle, was du färben möchtest. Ja, das wird man ja nicht färben können, oder? Genau, okay. Die kann man nicht färben. So, also die Kleidung färben, Kleidung färben. Die ganzen Special-Sachen kann man nicht färben, aber man könnte zum Beispiel...
Das müsste man färben können, oder? Ups. Okay, für weiße Farbe brauchen wir jetzt... Fünf, okay, und 20 Rubine, okay. Besten Dank! Legen wir los! Farbe nur selten raus. Kleider machen Leute und du bist gerade neu geboren worden. Wenn du noch einmal umfärben möchtest, wende dich bitte an mich. Ja, mega, oder? Was gibt's denn? Sprich mit meinem Mann, wenn du etwas färben willst. Warte mal, will der mir etwa erzählen, dass er noch nie was von meinem Mann gehört hat, oder wie? Nein, nein, das kann nicht sein. In ganz Hyrule gibt es niemanden, der allein mit Farben mehr ausdrücken kann als mein Ehemann. Aber auch hier Sargono überall, ne? Wie dreckig überall, die ganzen Farbflecken. So. Willst du noch mal was färben? Ja, Kleidung färben bitte. Ich möchte färben, genau. Jetzt gucken wir noch mal. So, ja. Kleidung wechseln. Auch süß, oder? Guckt euch das mal an. Mit dem Roll, das ist ein richtiger Rollkragenpulli, das sehe ich ja jetzt erst. Problem ist, dass ich schon wieder das Blaue fast am schönsten finde. Das hier. Ah, Gott sei Dank, ich dachte schon. Okay. Besten Dank, auf geht's! Schick. Diese Farbe passt wunderbar zu deinem persönlichen Wesen. Wenn du umfärben willst, wende dich an mich. Voll geil, oder? genau. Kleidung färben nochmal. Ich möchte färben. Und jetzt gucken wir nochmal wegen der Kapuze. Ich denke mal, so. Wird das markiert, dass es gefärbt ist? Nö. Aber das Symbol ist jetzt sogar in der Farbe. Das ist cool.
Haben wir noch irgendwas, was wir mit einfärben können, gerade weil wir einmal dabei sind? Jetzt bräuchten wir eigentlich mehrere von den Hosen hier, ne? Das kann man ja alles nicht färben. Zora-Rüstung finde ich ganz cool. Wir könnten irgendwann nochmal wegen Chica und sowas gucken. Ich denke mal, das wird man nicht färben können, oder? Ne, hab mir schon fast gedacht. Grau war ganz cool. Rotkäppchen. Weiß, schwarz. Das ist ja schon einfach nur schwarz, oder? Ändert sich da überhaupt was? Minimal, ne? Einfach dunkelblau? Ja, ne? Okay. Ja, ihr seht schon, das ist ein unglaublich mächtiges Feature. Weil man dadurch halt die Kleidung nochmal schön individualisieren kann. Das ist mega geil. Auch mit dem Parasegel jetzt, Hammer. Oh, das ist echt wunderschön. Okay. Sehr blau natürlich. Ja, aber... ist halt schon geil jetzt. Also ich finde die Hylia-Rüstung so auf jeden Fall viel schöner als vorher mit diesem komischen Rotverschnitt. Die hier kann man ja nicht färben, weil es wieder so eine Special-Hose ist, ne? Die hier. Aber passt ja auch eigentlich. Könnten wir auch machen. Bin ich jetzt auch einverstanden. Nur als Alternative, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit nur in der... Oh, ist so süß. Dass wir nicht die ganze Zeit in der Kleidung aus Twilight Princess, beziehungsweise mit der wir auch in Breath of the Wild sehr viel rumgelaufen sind, rumlaufen, können wir gerne das anziehen. Und wir haben jetzt auch den Schadensbonus, ne? Nur leider alles nicht aufgewertet. 3 und 8 statt 12 und 12, ne? Na gut, also Leute, an der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt schon mal ein großer Teil von Hateno und in der nächsten Aufnahme werden wir uns weiter umsehen. Ihr merkt schon, es gibt viel zu sehen, viel zu entdecken. Das heißt, wir werden noch viel Zeit hier in Hateno verbringen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ciao.